tatsächlich eine Möglichkeit, ihr eigenes Leben sinnvoll zu gestalten und zu steuern. Und das bedeutet freilich, dass die Frage, wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten, immer mächtiger wird, auch wenn sie vielleicht nur intuitiv sozusagen in der Seele unterirdisch ist, weil vielen noch gar nicht so ganz ins Bewusstsein getreten ist. Aber je mehr das Bewusstsein dazu geweckt wird, umso mehr werden ganz, ganz eigentümliche neue Möglichkeiten entdeckt von den Leuten, die daraus schließlich ein Geschäft machen wollen. Und das ist sicherlich nicht im Sinne der Menschen, die immerhin glauben, sie könnten vielleicht doch sich selbst nach eigenen Vorstellungen orientieren, so wie es einst Kant gemeint hat mit seinem Aufklärungsappell, dass er sagt, der Leitspruch der Aufklärung ist Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes sicher und gut zu bedienen. Das ist allerdings schon ein gewisser Höhepunkt der Aufklärungsbewegung. Sie ist sehr, sehr viel älter. Wenn wir heute also feststellen, Menschen haben Schwierigkeiten damit, ihr Leben selbstbewusstsein zu gestalten, ja, sie entwickeln sogar Zukunftsängste, dann ist interessant zu fragen, ob das eigentlich immer so war. Normalerweise würden wir hier sagen, naja, das ist der Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Die Tiere funktionieren nach Instinkten und die Menschen haben nun einen Verstand und vielleicht gar eine Vernunft, mit der sie in der Lage sind, dasjenige, was die Tiere instinktmäßig leisten, nun aus eigenen Entscheidungen leisten zu müssen. Aber wenn wir das so anschauen, dann kommt es mir doch sehr komisch vor, wenn wir doch konstatieren müssen, dass es Menschen vielleicht schon seit 3 Millionen Jahren gibt. Wieso dieses Problem dann nicht längst gelöst ist? Das müsste es doch eigentlich, wenn das die entscheidende, Fähigkeit ist des Menschen, dass er ein Bewusstsein hat und dass er aus diesem Bewusstsein heraus seine Gestaltungsfragen des Lebens beantworten kann, dann müssten die Menschen doch eigentlich das inzwischen gelernt haben. Und wieso haben wir jetzt eine Orientierungskrise? Das kann ich vor diesem Hintergrund nicht verstehen. Erstmal nicht. Das heißt, es wird wohl Zeiten gegeben haben, wo es sowas wie eine Orientierungskrise gar nicht gab. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann ist es offenbar so. Und zwar die unglaublich lange Zeit, die wir heute die mythische Zeit nennen, in der die Menschen davon überzeugt waren, dass alles, was geschieht, was äußerlich geschieht und was im Menschen selber sogar geschieht, durch Götter bestimmt ist. Das Äußere und das Innere auch. Das heißt also, wenn wir uns verlieben, eben habe ich gerade in einem älteren Kreis in Wedel beim DRK über das Symposion von Platon gesprochen, über die Liebesvorstellung bei Platon. Und da ist es eben sicherlich so im alten Griechenland und nicht nur da, sondern überall in mythischen Zeiten, war das eine Göttin oder ein Gott, je nachdem, welcher bewirkte, dass ein Mensch sich verliebte. Und es war nicht irgendwie eine eigene Leistung. Allerdings würde ich auch heute beinahe sagen, sich zu verlieben scheint keine eigene Leistung zu sein. Ich jedenfalls habe den Eindruck immer noch, dass ich darüber nicht verfügen kann, sondern dass es wie ein Schicksal über mich kommt, wenn ich mich in jemanden verliebe. Dass es also nicht in meiner Macht ist, und schon das Recht, nicht etwa zu bewirken, dass jemand anders, indem man sich, den ich mich verliebt habe, etwa zu bewirken, dass der sich dann auch in mich verliebt. Na, ich habe das also durchaus öfters auch vor meinen Studenten offen zugegeben, als junger Kerl. Wenn mir das so passierte, dachte ich, na Mensch, wer bist du denn? Halt, warte noch mal, es muss doch möglich sein, dass du die Dame dazu bringst, dass sie sich auch in dich verliebt.
Und dann habe ich alle möglichen Zufälle arrangiert und alles mögliche arrangiert, mich möglichst günstig darzustellen. Aber es ging immer daneben. Nicht? Es ging immer daneben. Es hat nie geklappt. Sodass ich dann schließlich zu dem Bild kam und es auch meinen Studenten anempfohlen habe, wenn ich möchte, dass eine Pflanze besser wächst, dann nützt es nichts, wenn ich an ihren Blättern ziehe. Sondern ich muss versuchen, sie je nach ihrer eigenen Wesenheit in die Sonne zu stellen oder mehr in den Schatten, ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger zu wässern. Jede Pflanze hat auch ihre ganz besondere Eigenart und erst recht natürlich die Menschen. Und wenn man das nicht sehr gründlich studiert, dann wird man keinen Weg zu den Herzen der Menschen finden, die uns etwas Besonderes bedeuten. Also, ich denke, es ist immer noch ein großes Geheimnis darum, um diese zarten Regungen, die wir in uns feststellen können. Und das war vor allem natürlich auch in der mythischen Zeit ganz und gar so. Aber es war auch sogar so, dass selbst die Gedanken, die Menschen dachten, natürlich hatten sie auch Gedanken, so wir, aber sie interpretierten sie als Worte von einer Göttin oder einem Gott, die ihnen gesagt werden. Und so können wir heute ja sehr gut etwa die Propheten des Alten Testaments verstehen. Das waren hervorgehobene Menschen, die sehr tiefe Gedanken hatten und in der mythischen Zeit, in der ja sie auch noch waren, als damals das Alte Testament geschrieben wurde, das wäre noch ganz und gar mythische Zeit, in der ja auch für die Juden es noch eine Fülle von Göttern gab, die Baals Götter und so weiter, nicht? Und in dieser Zeit war es selbstverständlich, wenn also jemand etwas dachte, dann konnte es nur sein, dass der Gott oder die Göttin es einem gesagt hat. Nicht? Anders ist das in der mythischen Zeit gar nicht zu interpretieren. Gut. Und wenn also in mythischer Zeit die Menschen davon überzeugt sind, dass alles, was geschieht, tatsächlich von Gottheiten her stammt, dann hatten sie sicher auch gar keine eigene Vorstellung einer eigenen Individualität. Sie hatten kein Individualitätsbewusstsein. Das ist heutzutage eine unglaublich spannende Sache. In der Zeit, in der wir heutzutage von Gehirnphysiologen eine Menge Theorien an Bewusstsein bekommen, wenn das alles stimmt, was ich Ihnen hier sage, das sind natürlich Interpretationen auch, wir waren ja nicht dabei in der mythischen Zeit, aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele Gründe, das anzunehmen. Dann bedeutet das auch, dass sich das Bewusstsein entwickelt hat. Das heißt, zu mythischer Zeit, hier bei uns vielleicht vor 2500 Jahren oder vor 2000 Jahren, ja, vielleicht sogar in einigen Gegenden noch vor 1500 Jahren, war noch das mythische Bewusstsein völlig lebendig und da. Und in ziemlich kurzer Zeit hat sich dieses Bewusstsein dann verändert, und zwar in ein Individualitätsbewusstsein, wie wir es heute vorfinden. Wahrscheinlich auch nicht überall, weil ich mir vorstelle, dass auch ein Individualitätsbewusstsein verbunden ist mit einem Bewusstsein der Selbstverantwortlichkeit. Und das scheint auch nicht überall so ganz selbstständig, selbstverständlich miteinander verbunden zu sein. Aber vielleicht zurück zu dieser Frage, wie es mit den mythischen Menschen stand. Wenn wir das einmal annehmen, dann dürfen wir sicherlich sagen, die Menschen lebten in der größtmöglichen Gottesnähe. Denn wenn sogar die Götter in einem selber alles bewirken, dichter geht es nicht. Wenn nun der Mythos anfängt zu zerfallen, dann liegt es nahe. Im Nachhinein die Zeit des Mythos als eine paradiesische Zeit zu empfinden, wo es nämlich keine Zukunftsangst geben konnte. Denn es verband sich ja in der mythischen Zeit eine Zeitvorstellung der Gestalt, dass alles, was geschieht, in ewiger Wiederkehr sich immer wieder in gleichem Maße ereignet. Ja? Mircea Eliade.